Mensch, hallo. Ich habe hier gerade den Ball aufgepumpt. Und damit herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode von Luca reagiert. Das ist ein Format, wo ich euch auf Twitter schreibe, hey, schickt mir mal irgendwelche dummen Videos von euch und ihr schickt mir dumme Videos und auf die reagiere ich dann. Hallo Luca, ich habe zwar nichts Dummes gefunden, aber ich bin schon dumm genug, um in deinem Video mitzumachen. Bist du ein Spast, Alter. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch von mir behaupten kann. Also ja, ich bin auch sehr dumm. Aber wir machen direkt weiter mit dem nächsten Video. Hey, Iblims, die Katja, ich laufe hier nur so rum. Oh, oh, Freunde. Das aufmerksame Mitglied der Luke-Crew weiß schon, dass das die Stimme vom Horrorhuhn war. Und das Horrorhuhn ist ein Huhn, aber irgendwie auch ein Mensch. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, der mir immer, wenn ich sage, schickt mir dumme Videos zu, für Luca reagiert, Videos einschickt. Und jetzt hat er wohl eine dicke Lippen-Katja-Parodie gemacht. Also Film ab. Bisher geht das Ganze noch gut klar. Also wir haben einen Beat, der ein bisschen anders ist als der von Katja. Okay, was heißt ein bisschen? Der war komplett anders. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das Ganze hingeht. Es ist also wirklich eine dicke Lippen-Parodie vom Horrorhuhn. Das habe ich ja vorhin nur vermutet, aber jetzt wird mir klar, auf was wir uns hier gerade eigentlich einlassen. Yeah. Horrorhuhn, du bist kein Gangster-Rapper. Yeah. Also ich weiß nicht, wer dir das eingetrichtert hat, dass das cool ist, aber vielleicht wird das Lied ja noch ganz nice. Jetzt geht's los. Sowas wie jetzt geht's los heißt ja auf Englisch let's go oder es geht oder irgendwie sowas. Und auf Deutsch hört sich das einfach völlig bescheuert an. Aber da kann das Horrorhuhn ja nichts für, Freunde. Wir schauen mal, wie das Lied jetzt weiter losgeht, beziehungsweise jetzt endlich mal richtig losgeht, weil jetzt fängt das Horrorhuhn an zu rappen. Dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner. Warum dicke Hühner, Horrorhuhn? Okay, du bist ein Huhn. Aber es geht um Lippen. Und dann müsstest du, wenn schon, sagen, dicker Schnabel. Aber wir hören mal weiter. Ich hab dicke Hühner. Und sie können lachsen. Lachsen! WTF! Ah! Oh, mein Arm! Oh, ich hab mir gerade voll den Musikknochen hier gegengehauen. Also, wir können bisher festhalten, dass das Horrorhuhn eine Parodie auf den Dicke-Lippen-Song von Katja gemacht hat. Und er sagt nicht dicke Lippen und sie können blasen, sondern das Horrorhuhn sagt, er hat dicke Hühner und sie können lachsen. Also mal gucken, was mit Lachsen gemeint ist und wie es weitergeht. Dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner. Ich streichel gerade meinen nicht vorhandenen Bart. Also er wiederholt die ganze Zeit dicke Hühner. Ist Horrorhuhn überhaupt ein Er oder ist es eine Sie? Das Huhn wiederholt auf jeden Fall die ganze Zeit dicke Lippen, aber ja, es ist leider noch immer nicht vorbei. Ich habe das Copyright auf meine Dummheit. Das Horrorhuhn hat ein Copyright auf seine Dummheit. Wow! Der Satz könnte auch von mir stammen. Katja, pure Schönheit. Bald kommt noch die Hochzeit. Die Hochzeit. Ich und Katja sollen, obwohl das ist das Horrorhuhn, ne? Dann ist es ja noch okay, Freunde. Aber jetzt kommen wir zur letzten Szene des Liedes. Dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner. Zusammenfassend kann man sagen, dass das komplette Lied einfach eine komplette Augenweide ist. Man feiert das Musikvideo, es ist mega cool, man tanzt mit, man hat die Moves, man spürt die Emotionen. Nee, es war komplett scheiße, ehrlich gesagt. Horrorhuhn, tut mir echt leid. Gebt einen Daumen nach oben! Das würde ich auch sagen, Freunde, denn bei so einer tollen Parodie von Dicke Lippen Katja von Horrorhuhn kann man einfach nur einen Daumen hoch geben. Schaffen wir 50.000 Likes. Für die beste Parodie aller Zeiten. Okay. Also, wir wissen alle mittlerweile, dass bei diesem Format Luca reagiert wirklich häufig sehr, sehr dumme Videos zugesendet werden, wie beispielsweise in diesem Fall ein Mädchen, was einfach dumm tanzt. Da frage ich mich jetzt allerdings, weil wir ja bisher gerade schon vorhin auf die Parodie von Dicke Lippen Katja reagiert haben und uns das angesehen haben, würde dieser Tanz eventuell auf die Parodie vom Horrorhuhn passen? Also jetzt schauen wir uns nochmal das tanzende Mädel an mit dem Horrorhuhn-Lied im Hintergrund. Dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner, dicke Hühner.
wir schauen uns einfach ein nächstes Video an. Ganz, ganz großes Kino! Die haben mein Logo geklaut! Naja gut, in einer gewissen Form ist es ein Smiley und voll viele Unternehmen haben ein Smiley als Logo und jedes Kind mal täglich in der Schule ein Smiley. Aber ihr habt mein Logo geklaut! Gebt das mit zurück! Wo auch immer der Store ist, ich komme zu euch gefahren und scheiß euch vor die Tür! Doof Männer! Lukavinoshop.de! Ehrenfrauen. An der Stelle, wie auch im letzten Luca reagiert Video, am 1.6. launcht meine neue Kollektion im Luca-Shop.de. Als ich vor einer Woche Luca reagiert hochgeladen habe, waren es noch 2 Wochen bis zum 1.6. Jetzt ist es circa noch 1 Woche, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als 1 Woche. Und ich werde euch die nächsten Tage mal die ganzen Klamotten vorstellen. Also viele fragen sich ja immer, hey, was kommt jetzt überhaupt in den Shop? Das werde ich euch die nächsten Tage mal in einem Video vorstellen, also keine Sorge. Aber 1.6., 15 Uhr kann man sich schon mal in Kalender oder so eintragen. Hi, Luca. Was ist falsch mit dir? Also kein Scheiß, wenn wir uns einfach mal das hier anschauen. Oh, ein Popel. Ja, okay, vielleicht bin ich selber ein bisschen ein komischer Mensch. Bist du dumm? Bist du dumm? Nein. Essen ist gut für die Gesundheit. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch noch an Essen ist gut für die Gesundheit erinnern könnt. Ich weiß, dass es irgendein Teil war, irgendwie mal auch hier in einem Luca-Reagiert-Video, da hat mir das einer mal eingeschickt, der wirklich überhaupt kein Deutsch konnte. Dieses Format ist einfach so die Geburtsstätte von allen Insidern auf meinem Kanal. Also Alpakas, Pizza, Luca stinkt, Essen ist gut für die Gesundheit, Tomatensaft, alles beruht auf Luca reagiert. Also Freunde, folgt mir mal auf Twitter. Ich habe davon zwar nichts, aber dann könnt ihr beim nächsten Luca reagiert Video mit dabei sein und könnt mir da auch Sachen einschicken. Ich lasse euch ja dann immer so ein paar Stunden Videos aufnehmen und ja, dann kommt wieder komplette Scheiße zusammen. LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Steph Curry. Das sind alles riesige Namen des Basketballsports. Doch ich habe in meiner Community die beste Basketballspielerin der Welt! Falls irgendein Verein aus der NBA gerade zuguckt, ich kann euch ihren Twitter-Namen geben. Ey, was ist das? Ich find's richtig gemein, Videos von Leuten zu gucken, die geile Getränke trinken, wenn ich gerade Durst habe. When you try your best, but you don't succeed. Hä? Da schickt mir jemand ein Video ein, wie er eine Taschentücherpackung in Slow Motion fallen lässt. Hier. Wow. Das ist, also ganz im Ernst, Von allen Folgen Luca reagiert, ist das das krasseste Video, was mir hier eingeschickt wurde. Nein. Luca-Shop.de! Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst auch hier leider Bescheid. I'm so your hanky. Ist sie vom Stuhl gefallen? Ich finde es immer ultra witzig, wenn Leute irgendwie Musical.lies machen und sich dabei irgendwie auf die Fresse legen oder so. Aber hier macht sie halt sogar so einen voll verdutzten Eindruck. Warum lache ich? Warum klatsche ich? Sie hat sich wahrscheinlich sogar wehgetan. Tut mir leid. Was bist du für ein Mensch? Cool. 10 Sekunden meines Lebens habe ich gerade damit verschwendet, einem gelben Papagei dabei zuzusehen, wie er nichts macht.
Auch hier sage ich, lehne ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster, aber neben dem Taschentücher-Video ist es auf jeden Fall mein absolutes Highlight von allen Folgen bisher. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, den Beat, den du da gerade gemacht hast, finde ich besser als alle Lieder von Bibi. Ja, was heißt alle Lieder? Sie hat bisher nur Wap Wap gemacht. Aber besser als Wap Wap war es auf jeden Fall. Alter. Bah. Bah. Warum ist er denn so hart ekelhaft? Ja. Cooles Edit. Wow, Luca zieht Schleim aus einer Dose, wir packen sein Gesicht drüber und Luca tut so, als findet er sich selbst ekelhaft. Ja, es war so lustig. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Es kamen wirklich wieder so unfassbar viele Videos an von euch auf Twitter. Falls ihr in der nächsten Folge Luca reagiert auch mit dabei sein wollt, schaut in die Beschreibung, da steht mein Twitter und auch Instagram und Snapchat und alles mögliche steht da unten drin, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, schaffen wir 60.000 Likes. Das ist eine sehr große Summe für so ein Video, was eigentlich so ein normales Format ist auf meinem Kanal. Aber vielleicht schafft ihr es ja, es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich an der Stelle jetzt einfach nur noch sagen, verpiss dich, okay?